Das passiert bei jedem anscheinend. Die Sache ist die, selbst wenn er Tyrex hat ja auch in seinem Bett geschlafen. Ich verschwinde aber nicht. Nee, weiß, weil du gerade im offenen Zustand bist. Als Tyrex sich auch hinlegen gelegt hat, verschwand er auch. Bonus. Als hätte man sich gar nicht ins Bett gelegt. Das wär's mal irgendwo. Mir macht die Sache sowieso Sorgen, wieso wir hier sind. Und warum wir. Aber ich unterstelle hier keinen eine Schuld oder eine Tat, die er nicht begangen hat. Ich traue ihr trotzdem nicht. Sie macht sich so viel Sorgen um Cassie. Nicht nur sie. Jeder hier in der Gruppe. Ich glaube, ich sollte aufhören, so spielen. Ah, das ist nur eine Sache. Ich frage mich auch, wo Cassie ist, aber nach dem Zimmer da unten zu urteilen, ist für mich alles klar. Aber du kannst doch nicht so vor unten schmissen. Aber. Es verrat. Du kannst viel manipulieren. Du kannst so manipulieren, dass sich eine Gruppe gegen eine Person stellt. Und das ist wahrscheinlich das Ziel. Wegen Cassie jetzt nochmal. Wir sind ja ewig weit geschwommen. Also ich glaube, mit Suchen wird es da jetzt nicht so einfach. Suchen wird nicht. Wir brauchen Hinweise. Und das. Das Einzige, was wir haben, ist dieses Buch. Das anscheinend von mir stammt. Ich würde aber mal. Das heißt ja, aber eigentlich müsste auch auf mich die Schuld fallen, weil ich ja ein Buch geschrieben habe. Wahrscheinlich mit einem ungefähren Standort. Wie ein Rätsel. Aber ich verstehe das Buch selbst nicht wirklich. Nur ungefähr, wo der Punkt sein könnte. Da stand mir aber und da war auch nichts. Und wir haben nicht wirklich gescheit geguckt. Ich verstehe trotzdem nicht, warum einer von unserer Gruppe uns verraten würde. Vor allem, wir verstehen uns ja eigentlich so gut. Vielleicht hat sie ein Angebot bekommen, dass sie von dieser Welt verschwinden kann. Wie gesagt, hier ist alles möglich. Na gut, in dem Buch, was wir da gefunden hatten, stand irgendwas mit Tod. Dass das da irgendwie was mit zu tun hat. Ja, nicht bloß Tod. Schicksal und so. In der Richtung. Und Liebe wurde auch schon ein paar Mal erwähnt. Das heißt, wir sind auf dieser Welt aufgewacht und es ist sehr viel passiert, seit wir hier sind. Keiner von uns weiß, woher wir sind und unser Gedächtnis ist nur minimal da. Die Sache stinkt irgendwo. Nach Fisch. Oh ja. Wow. Wir haben viele Bücher bekommen und was standen in den ganzen Büchern drin? Wir haben doch irgendwo was. Ich hab die irgendwo hier gesehen. Lass mich nochmal nachgucken. Wir hatten diese ganzen Bücher. Achso, das war was. Das war mein Buch. Das war's auch nicht. Mir nicht im Mund. Diese.
Nee, nix. Ich hatte noch die ganzen Bücher bekommen mit den Fragezeichen und so. Mit den, wo diese drei Fragezeichen da waren, die ich noch. Müsste auch noch eins haben. Ich hab alle drei. Ich hab Enderhunde. Was ist denn Enderhunde? Geheim, genau. Bei mir steht Glück, Harmonie, Wärme und Liebe und Schicksal. Wie ich gesagt habe, Liebe und Schicksal tauchen mehrmals auf. Du hast doch noch die anderen Bücher. Ja. Wo wird das Zeug gefunden? Fragezeichen. Erst alles. Ist dreimal dasselbe Buch. Ja, bloß dass mal was anderes gepixelt wurde. Sag ich jetzt mal so. Sieht sehr massiv aus, so schön. Ja, ja, wenn man genügend Zeit reinsteckt, dann geht der Stein auch schon weg. Der sieht auch schön aus. Ja, passt irgendwie. Also, keine Ahnung. Entweder... Was in meinem Geheimbuch stand, das mir ja auch bedeuten soll, oder? Weil bei mir steht ja, finden du es musst zu zweit, ihr seid stark, allein seid ihr schwach, Stärke verbindet, ist sie stark genug, werden es drei. Da hatten wir das schon irgendwas rausgefunden gehabt. Auf Reisen sie ist, sie finden was zu verstehen. Wenn ich sie... Auf die Klinge steigt die Schilder drei Tage. Was? Drei? Warte mal, wie viele drei Tage wurden beschrieben? Wenn's Tempel. Nee, das sind mehr. Nee, das sind Statuen. Das sind wie auch wie so drei Tage. So wie als. Ja, wie der Dreizack, den wir suchen sollten. Und der Thronsaal ist ja auch. Dieser komische Thronsaal. Keine Ahnung, wo du den Thron abgebaut hast von dem. Ja, da ist aber nichts mit drei Zacken. Die Statue? Nee. Draußen an dem Tempels ja, waren doch diese. Ja, draußen, aber nicht drin. Ich finde es sehr komisch. Sehr toll. Und ich hab. Den schalte ich auch. Zu irgendwas ist er ja gut. Zu irgendwas öffnet er ja. Ich weiß es nicht. Kannst du behalten. Mann. Hi. 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 Was macht denn ihr da, oder? Nichts. Sicher? Wir standen uns eigentlich gegenüber. Er schaut mich so komisch an. Oh Gott, ich zieh meinen Bein. Sag mal, was denn jetzt? Hallo. Ja, ich lass mich. Ich werd doch wahnsinnig mit den Türen hier. Diese.
schön. Türklapper, 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 Türklapper. Ja, schön, schön. Ist keine Ahnung. Ja. Ah, oh, da wird gesoffen. Ich will auch saufen. Oh, Regeneration habe ich hergestellt. Sehr schön, das ist meine. Also ich bin in der Meinung, dass wir da nochmal hin müssen irgendwann. Und dann nochmal nachschauen. Ich habe irgendwas übersehen. Oder was denkst du, Alec? Ich weiß es nicht. Also mir stellt sich erst einmal die Frage, was das mit dem Zimmer da unten auf sich hat. Also in meinen Augen sagt das eigentlich schon alles aus. Ich will es nicht ganz. Hier hat sie eine Blume in der Hand und der rotes Netz. Eine Koralle. Ja, hier, er hält die Arme auf und sie versucht reinzuspringen und... Ja, was das hier darstellen soll, keine Ahnung. Ja, ich glaube auch, dass sie da, also wenn sie den Raum gebaut hat, das hier nicht freiwillig gemacht. Also warum sollte sich die Mühe geben und wann hat sie die Zeit? Na eben. Und sonst war sie immer in der Nähe von uns. Du denkst ja nicht ernsthaft, dass dieser Raum nach ein paar Minuten entsteht. Keine Ahnung, wir schlafen sehr oft sehr lange. Wir sind auch öfters mal lange weg. Ist auch ein Argument. Sie aber sehr viel Zeit reingesteckt haben. Ja, so lange wie wir immer schlafen. Das ist. Aber hier ist doch. Hier ist doch genauso Dreizack. Meinst du, das ist hier? Da ist nix. Hast du dir jetzt ernsthaft die Hose ausgezogen? Ja, man muss doch gucken, ob da was ist. Da ist nichts. Mann. Da auch, ne? Und da auch. Wir machen den jetzt einfach mal nackig. Ja, Poseidon. Ich hab den Cap. Guck mal, was ich in der Hand hab. Du hast seinen Dreizack. Ja. Okay. Jetzt bin ich so stark wie er. Ich bin. Und nee, vielleicht werde ich auch noch zu so einem komischen Viech. Nee, das muss ich nicht. Bitte nicht. Nee. Was ist mit euch los? Ihr könnt ihr damit berichten. Wo ist. Aber was soll das? Ich hab den Typen die Hose gestohlen. Tyloff, da musst du wohl deine hergeben. Die war so bequem. Aber jetzt stinkst du rundum auch nach Fisch, das ist dir klar. Nein, nein. Ich bin geruchsneutral. Ah, okay. Warte mal, vielleicht geht das bei dieser komischen Puppe. Puppe auch. Also ich ihr macht das, ich nicht, ich, nee. Ich hab das Oberteil. Cassie! Wer hat das Buch? Da steht nichts drin. Oh. Köpft ihr sie? Tut mir leid, Kevin. Ich geh erst mal da oben die komischen Schneemen. Töten. Geh weg.
Ach, ich hab die Hose noch. Wir wissen auch, dass du gerne daran riechst, aber was machst du dann noch so alles? Leid. Er steht auf Hosen. Jetzt stinke ich auch noch Fisch, na toll. Musst du duschen gehen. Also, wenn du zur Tür rausgehst, da ist genug Wasser. Also, dass wir jetzt schon wieder Leute hier ausziehen müssen, ey. Ja, tut mir leid, das ist alles nur zur Untersuchung. Ja. Untersuchung? Was für Untersuchung, bitte schön. Ja, vielleicht wegen dem Buch. Wenn jetzt irgendwas drin gestanden wäre, Ich bin ganz schön müde. Nicht nur du. Naja, dann können wir uns doch erst einmal hinlegen.